Jürgen Klopp musste erst einmal durchschnaufen. Diese 90 Minuten hatten ihn geschafft. Was war das für eine große Show der Bayern-Verfolger? Rasant, rassig, voller Emotionen. Mit einem Happy End für den Meister. 3:2 in Leverkusen. Unsere Erkenntnis nach diesem Spiel ist, dass hier nicht viele Mannschaften gewinnen werden. Aber uns ist gelungen und das ist aller Ehren wert, macht uns natürlich auch stolz. Ihr müsst da erstmal gewinnen. Ich weiß nicht, ich glaube, die haben ja über ein Jahr nicht mehr verloren hier und insofern ist das auch nicht so einfach. Das ist schon ein Big Point, den wir heute gemacht haben, auch wenn es am Ende dann vielleicht ein bisschen glücklich war. Aber wenn man bedenkt, dass wir den Elfmeter noch verschossen haben. Okay. Die zweite Halbzeit darf uns aber so nicht gefallen. Das haben wir nicht gut gemacht, haben viel zu viele, nicht nur Situationen, sondern Großchancen und Riesenchancen zugelassen. Das war auf keinen Fall gut von uns. Das wissen wir, dass der Sieger auch am Ende ein bisschen glücklich war, wissen wir auch. Trotzdem war es enorm wichtig, dass wir eben auch Leidenschaft oder die Leidenschaft gezeigt haben, die wir auf den Platz gebracht haben, dass jeder sich völlig verausgabt hat. Der BVB war nicht besser, aber effektiver und schiebt sich auf den zweiten Platz. Ja, das war jetzt auch Zeit. Ich hatte schon immer das Gefühl, dass wir da eigentlich hingehören. Und jetzt haben wir das und haben jetzt zwei Heimspiele vor der Brust, sollten wir idealerweise auch ein bisschen punkten, dann sieht es eigentlich gut aus. Ja, zweiter ist das Mindestziel, das wir haben in der Saison. Ich glaube, Bayern mit 12 Vorsprung ist, wird dieses Jahr wahrscheinlich kein Thema mehr. Also ab September wieder, wenn eine neue Saison beginnt. Aber so wie sie im Moment punkten und spielen, geht es für uns darum, Platz 2 zu halten. Wir haben jetzt zwei Heimspiele und die müssen wir beide gewinnen. Kommende Woche empfängt Dortmund den HSV. Leverkusen muss seinen dritten Platz in Gladbach verteidigen.